Schnaxel ist ein Pokémon mit den Typen Drache und Boden, existiert seit der vierten Spielgeneration und ist die zweite Entwicklungsstufe von Kormalat und Knackrack. Schnaxel ist ein blau-graues, haiähnliches Pokémon. Es steht aufrecht auf zwei Beinen und hat einen länglichen, aber robusten Körperbau. Seine Bauchseite hat eine rote Färbung. Es hat torpedoähnliche Kopfansätze, die entfernt an einen Hammerhai erinnern. Zum anderen sind die Absätze an seinen Armen sowie seinen Rückenflosse sehr auffällig. Diese weisen ebenfalls eine Verbindung zum Aussehen eines Hais auf. Es besitzt einen etwas kürzeren, aber doch sehr kräftigen, dicken Schwanz und in der Shiny-Form hat die gräuliche Körperfärbung eine deutlich kräftige blau-violette Färbung angenommen. Durch seinen stromlinienförmigen Körperbau kann er sehr schnell agieren und hat große physische Körperkraft, die es auch mit seinen Klauen für Schlitze oder Drachenklau einsetzen kann. Es kann aber auch mit seinem Gebiss kräftig zubeißen. Es kann Feuer herbeirufen für Flammenwurf oder Feuersturm oder kann sich durch die Erde graben mit Schaufler oder auch das Ganze zum Flüchten einsetzen. Eine Fähigkeit ist Sandschleier, wodurch sein Fluchtwert im Sandsturm erhöht wird. Seine versteckte Fähigkeit Rauhaut dagegen sorgt dafür, dass Gegner bei Berührung oder direkter physischer Berührung mit Schnaxel verletzt werden. Dabei ist es auch in der Lage, seine Umgebung in gewissem Maße zu beeinflussen und zu bearbeiten, was mit seinem Typ zusammenhängt. Beispielsweise ist es in der Lage, die Erde um es herum in Bewegung zu versetzen oder es beschwört Steine verschiedener Form und Größen, herbei die es auch für weitere Attacken nutzen kann. Man findet es ausschließlich in Sinnoh, Johto, Kalos, Einal, Gala, Alola und Paldea, in den anderen Regionen nicht. Hier sind wilde Schnaxel besonders häufig in Höhlen oder in felsigen Regionen anzutreffen, was vor allem an ihrer Angepasstheit an dieses Terrain liegt. Schnaxel hat genau wie seine Vorentwicklung Kormalat einen leichten Drang zum Zerstören und scheut sich vor keinem Kampf. Dabei liebt es vor allem glänzende und funkelnde Dinge und sucht demnach nach Schätzen in Höhlen, die es dann in sein Nest hortet. Dazu zählen beispielsweise Rohedelsteine, die ihr dort hortet. Daher sind auch deren Nester ein beliebtes Ziel mancher Diebe, doch das ist sehr gefährlich, denn es kann auf jeden Fall mit seinen Krallen und Zähnen das Leben dieser Eindringlinge beenden und scheut sich wie gesagt nicht beim Kampf. Wenn es wächst, streift es zudem seine Schuppen ab, diese lassen sich zu einem Pulver verkleinern, das dann als Basis für natürliche Heilmittel dient. Und aus den Fortsätzen an beiden Seiten seines Kopfes stößt es Ultraschallwellen aus, um sich in Stockfenstern und Höhlen zurechtzufinden. Dabei ist es der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich auf Level 24 aus Kormalat, kann sich auf Level 48 zu Knackrack weiterentwickeln, das dann seit der 6. Generation durch den Knackrack Need eine Mega-Entwicklung durchführen kann. Bei der Entwicklung nimmt es an Größe und Gewicht zu, wird etwas dunkler und wirkt bedrohlicher. Seine grundsätzliche Form und Farbgebung als Landhai bleibt dabei allerdings bestehen. Und auch seine Typschwächen verändern sich nicht. Es ist immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift und Giftgestein und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Drachen und Feuerattacken, vierfachen Schaden gegen Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.